So, Hypebeasts zu erfundenen Marken befragen. So, by the way, kleine Aufmunterung für mich, weil ich ja GQ abgesagt hatte für den Podcast, dann nehme ich wahrscheinlich deswegen nicht reingenommen. Ich kann euch mal einen ganz wilden Flex raushauen, der aber nur ein halber Flex ist, weil es im Endeffekt dann nicht geklappt hat. Auf jeden Fall wurde ich dafür angefragt und ich wusste nicht, dass das damit zu tun hat. Also, mir wurde gefragt, ja, willst du ein Interview für GQ geben, für irgendwas? Meinte ich so, ja, nee, keine Interviews mehr, weil ich habe schon ein paar Interviews gemacht und da habe ich hätte ich das Gleiche gesagt. Also, das sage ich mal nicht, wenn ich den abgesagt habe. Egal, ich zeige euch trotzdem noch kurz den Flex, den ich euch hätte sagen wollen. Und zwar wurde ich einfach angefragt, letztes Jahr für Forbes 30 Under 30 und bin in die engere Auswahl gekommen, aber nicht in die finalen 30, leider. Aber ich wurde angefragt, das war geisteskrank. Ich lese so die Mail, dachte so, ja, 10er, das ist safe fake. Klickst du da drauf, auf einmal ist das real. Der Name so @forbes.com, so wir haben weiter mit dem geschrieben, sind auch in diese finale Auswahl und so. Das ist ja wirklich geisteskranker Grail gewesen, da reinzukommen, zu Forbes 30 Under 30. Und natürlich sorry an GQ für den Front. Ich wusste nicht, dass es eure Interviewanfrage für dieses Ding war. Was ist das? Leute, die auf ihrem Gebiet krass sind und unter 30 Jahre alt sind. Das sind 30 Leute unter 30 Jahren, die auf ihrem Gebiet halt krass sind. Ich war für E-Commerce nominiert, bin halt leider nicht in die Finale reingekommen. Schade drum. Ja. Und Fahrtech feierst du auch? Fahrtech? Also, ich mag den Design schon, aber ja. Ich habe nicht so Sachen gesehen. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie man schon unschwer erkennen kann, sind wir heute wieder im ersten Bezirk bei den Rich Kids angesiedelt. Ich habe ein bisschen Bargeld. Um heute eine weitere Ausgabe von Hypebeasts nach erfundenen Modemarken zu bringen. Wie einige von euch schon mitbekommen haben, ist das ja relativ gut angekommen in letzter Zeit. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die nach der vierten Ausgabe das nicht schon alle gecheckt haben. Ja? Heute aber in einer Spezial- Alter, das war der Gucci Potter oder nicht? All Edition, wir drehen das Montana Black Special. Das heißt, wir werden nur Ausdrücke als angebliche Marken verwenden, die Montana Black geprägt hat, wie zum Beispiel Fresh oder Feini oder was gibt's noch? Aminacoidum. Wir werden die Ausdrücke so unter ein paar andere Modemarken mischen und mal nachsehen, ob die Leute behaupten, dass sie die Marken fix kennen und schon mal damit geflext haben, was auch immer, oder ob die einfach ehrlich sind und zugeben, dass sie diese Marken nicht kennen. Jetzt heißt es mal los auf den Stephansplatz und ein paar potenzielle Opfer finden. Also heute habe ich echt so das Gefühl, das wird nichts. Was meinst du? Ich glaube auch nicht. Wir werden alles checken. Fresh, als würde so eine Marke heißen. Ja, wir probieren es trotzdem. Mal schauen. Wir müssen nur Leute finden, die einfach nur flexen so wollen. Nice, das finden wir im ersten Bezirk. So Leute, ich stehe da direkt bei den ersten Leuten, die sehr modisch gekleidet sind. Wie heißt du? Afrin, wie heißt du? Ali. Und du heißt? Dino. Wie man bei euch erkennen kann, Marken sind euch schon ein bisschen wichtig. Das ist eine Marke, die du feierst? Ja, halt auf jeden Fall. Ja, was sind noch so Marken, die du nice findest? Fällt sich lesen nach. Also zu den Hosen eh wahrscheinlich so Levi's. Ja, ja. Louis halt, keine Ahnung, wie man das jetzt so richtig ausspricht. Ja, easy. Ja, und auch halt normale Sommershirts, also wie Balmain halt. Ja, halt normal diese teuren Marken halt. Ja, Feini macht auch mega Jeans. Feini. Kylo, ein schöner Feini. Ja. Findest du nicht? Ja. Ja, safe finde ich. Oh, ja, er sagt einfach direkt ja. Sauna ist halt. Bruder, das ist. Feini gibt's nicht mal. Ich kenne das schon. Danke! Nice! Was für Feini, Bruder? Wir haben eine Snitch dabei. Uff, auf Lukas angelehnt. Na, hör auf! Die Marken gibt's, die ich jetzt gefragt habe, gibt's halt nicht. Anstatt dass du fünf Marken wartest und mich einfach machen lässt. Ich hab immer Feini verstanden. Alter. Auf jeden Fall nice Marke. Danke auf jeden Fall für das Interview, gell? Kein Problem. Ja. Alles ich will das nicht drauf haben. Ja, können wir eh runternehmen. Lass, ja, hoch, lass nein, das! Ich will das nicht drauf haben auf YouTube. Uff, Alter, jetzt hat er aber. Das ist, das ist gut, Mann, weil ich gesagt habe, lass einfach. Doch, lass das, bitte. Lass einfach. Kannst du unser Insta verlinken? Sicher, könnt ihr euer Insta da gleich sagen. Ja, okay. Doch nochmal gedribbelt bekommen. Krass. Das ist ja eigentlich gerade. Egal, lass einfach. Okay. Danke vielmals. Dann einen schönen Tag euch, gell? Macht's gut. Macht's gut. Ich überlege mir, ob es auf YouTube drauf ist. Bruder, das ist nicht schlimm, lass einfach. Wie viele Abonnenten haben Sie? 23.000. Ja, 23.000. Ja, ist keiner geht. Also. Ja, okay. Scheiße, der pippt da nichts.
Ja, er wurde leider weggesnitcht. Okay, krass. Wie viele Abonnenten haben Sie? Ich schwöre, verarscht dich. Feine gibt's gar nicht. Der hätte überall mitgemacht. Die hätten alles fragen können. So, Freunde, ich stehe jetzt schon beim nächsten. Der Bruder mit Peso-Hoodie, Alter. Auch sehr modisch gekleidet. Wie heißt du? Jonathan. Freut mich, Jonathan. Corona-Gruß, happy Corona, na sicher. Jonathan, natürlich der Peso-Hoodie. Ja. Der in der, glaube ich, ganz, ganz viele hat es davon gegeben. Ja, der, ich weiß gar nicht, wann der rausgekommen ist, aber Black es kam Friday. Nur der raus. Also ja, ja, ja. Konnte ihn eh immer kriegen. Unzufrieden damit? Ja. Okay, ja. Nein. Aber ja, Nummer größer wäre nochmal gegangen, glaube ich, oder? Uff, no front. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, ein bisschen noch zugelegt. Ah, sehr gut. Ja, Nike ansonsten an Start. Die Schuhe haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Ja. Was sind noch so Marken, die du feierst? Adidas. Mhm. Eigentlich auch Prada finde ich sehr Prada find's nice, ja. Represent finde ich Represent Megamarke. Hat auch mein bester Freund das T-Shirt. Okay, nice. Ja, das T-Shirt ist Bombe. Die haben ja auch jetzt eine Kooperation mit Bam Bam Zack Zack. Die war ja lit, oder? Ja. Die war komplett gesch... Oh, Bam Bam Zack Zack. Alles klar, ja, das ist wirklich eine gute Marke. Kollabo mit Represent jetzt, das ist echt krass. Ja, also mit den Designs habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich glaube, das ist das genau. Also Bam Bam Zack Zack. Das ist eine andere Modemarke. Ja, der Anschon, der Anschon. Da haben die da gemeinsam was gemacht. Kennst du nicht? Ziemlich deutsch eigentlich. Bam Bam Zack Zack? Ja. Ist auch deutsch. Ja, nicht englisch. Montana Black. Kennst du den? Bamboozelst du mich hier so ein bisschen. Okay, direkt gecheckt. Ja, er hat den Punkt wieder abgezogen. Fehlt noch das, genau, dass er fragt, kennst du rein in die Olga? Ja, wir suchen mal Leute, die dann weiterhin so tun, als würden sie die Marken kennen. Nee, aber du bist ein Ehrenmann, der es gleich zugibt. Ja, ich habe mir schon am Anfang gedacht, ich habe erstmal ja gesagt, aber ich dachte mir dann, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Ja, so nicht. Ja, wenn man mit mir Videos dreht, dann muss man immer mit allem rechnen, ja, gell? Ja, klar. Aber auf jeden Fall ehrenhaft, dass du nicht behauptest, dass du die Marke kennst und sinnlos flexst. Also einer, der schon ein bisschen Ahnung hat und... Olga Clothing. Auch Fehler eingestehen kann. Dankeschön. Sehr nice. Danke dir. Hat mich gefreut. Ja, Corona-Gruß ebenso und jetzt ne, schön einen in die Hand. Hat mich auch sehr gefreut. Schönen Tag, gell? Macht's das gut. So, Freunde, neben mir jetzt. Alter, der neue Kombinationspass hier. What's your name? Marius. Marius. Nice to meet you. And I. I like your outfit. Oh, thank you. Is it from Versace? Yes. Yeah, yeah. Brand like very much. Okay, original, authentic Versace dress you got here, very, very expensive, yes, right? Yes, it's expensive, but I do the... Aber ich finde auch geil, so, dass das T-Shirt so heftige Drop-Shoulders hat, einen coolen Oversize-Fit und so eine magische Masse. Justin, nicht alles, was du magst, muss cool sein. Money... work 1 month and buy one thing for Versace, I think. So you work hard to get yourself expensive clothes. Yeah. So you're interested in expensive clothes and luxury fashion, right? Yes. Okay. Yes. I like it. Okay. Any man, I think, like this. Yeah, that's right. Especially when it's authentic and you know that you're wearing the original stuff, yes, right? Yes. Yeah, yeah. Because this looks very great, very ex. This is fake, or not? Expensive. I like thank it very much. Versace, thank you. Great yes. brand. And other brand brands favorite. You like as well? Like Versace also has a partnership with Fresh. You heard of it, right? Oh no, I don't. Not heard of it. Okay. Mm-hmm. Okay. What brands you like next to Versace? Versace, Armani for Armani. The night. Yeah. The night is. Elegant style for Armani. And Brother Kylo as well. It's also a great brand. Ehrenbruder Kylo. And Armani, Adidas. Do you also like Adidas? Yes, for the sporting. Yes, for the gym. Right now, the most famous brand is Bam Bam Zack Zack. You heard of it? It's no, in Austria? Okay, never heard of it. It's also a brand that would... The Bam Bam, to search the internet. Yeah. Search in the internet for Bam Bam Zack Zack. You will find only fashion content. Yes, yeah. Search now. Finish the interview, search Bam Bam to see what is it. And die drehen das hier bei Patek Philippe, krass. Kylo you like. Kylo is something everybody likes, right? Kylo? Yes. I like it as well. Mm. And Kylo ist einfach die beste Marke. Was sind noch Marken, die ziemlich nice sind? Amenakoidum, now starting, Amenakoidum, a big brand, you heard of it, or? No, not heard of it, okay. Only Versace. Yes, Armani, this is...
Aber wild, dass manche Leute einfach drauf. Das ist ihnen wahrscheinlich auch unangenehm, nochmal nachzufragen. So, ne? It's very. You know it, any people. Yeah. Where are you from? Romania. Romania, okay. Yes. You got it from Romania? Or? No, by from here. Ah, I from have here. One mount, only one mount. Ah, okay, okay. Come. And you bought it here? Times. Yes. Eminem. The outfit. Okay. So, Freunde, ich stehe daneben dem. Lucian heißt ich. Lucian? Lucian. Lucian. Ja, ich komme aus Rumänien. Schwieriger Name. Okay, okay. Auch aus Rumänien, war der eben nicht auch aus Rumänien? Wohnst du aber in Wien, oder? Ja, ja, ja. Okay. Du bist mal. Ja, krass. Auf der Straße aufgefallen, gleich mal Converse, Comme des Garçons und Gucci-Shirt. Sind das so Marken, die du feierst? Ja, eigentlich schon, mag ich sagen. Gucci schon so eine Marke, die so italienische Mode allgemein? Ja, also ich mag es halt mein den Design und so weiter. Ja. Ich weiß schon. Was? Und Stoffe und so weiter, bist du auch zufrieden? Ja, ich bin sehr zufrieden. So. Ja. Weil Active Friends, die hatten ja jetzt Probleme wegen. Active Friends? Kenn ich nicht. Also was ist das für ein Insider von Monte? Ach so, wegen aktive Freunde. Okay. Ja, okay, jetzt habe ich verstanden. Ja. In den Stoffen, dass die zu dünn waren und da haben sich ja einige beschwert. Das war Frechheit, oder? Ja, kann sein, aber mit diesen T-Shirts würde ich ja nicht so sagen, dass ich so Probleme habe. Ich finde es sehr angenehm. Ja, ja. Ja. Neben Comme des Garçons und Gucci, was sind noch so Marken, die du feierst? Versace. Mhm. Also in Rumänien sehr beliebt, Versace, habe ich mir sagen lassen. Das T-Shirt will einen Fit. Gacki. Ein paar Sachen. Und auch so normale Sachen. So ja. Eminem Coydum zum Beispiel. Ist auch nice eigentlich, weil für die Qualität ist wirklich ein fairer Preis. Finde ich auch. Kann sein. Ja. Und Fahrtech feierst du auch? Also, ich mag den Design schon, aber ich habe nicht so Sachen von denen. Okay. Würdest du nicht tragen? Ich muss schon ein paar Sachen von denen. Dass du da so ernst bleiben kann, Nordrück, ich müsste selber lachen. Ich habe nicht so viele Sachen gesehen, aber. Okay, okay. Und neben den wirklich teuren Marken, was sind noch so Marken, die ein bisschen günstiger sind? Represent ist ja zum Beispiel nice, weiß nicht, ob du Represent kennst. Nein, kenne ich nicht. Okay, ja, das ist zum Beispiel Represent, die kommen aus England. Die hatten ja jetzt auch eine Kooperation, das heißt, das hat glaube ich jeder mitbekommen, mit Bam Bam Zack Zack, der Marke aus Deutschland, die wieder, da verstehe ich den Hype nicht. Naja, also von dieser Kooperation habe ich jetzt nicht so. Okay. In letzter Zeit war ich nicht so auf Marken so hingewiesen, da ich nicht so viel Zeit hatte. Okay. Ja, schade, dass er die Koop nicht mitbekommen hat. Bam, bam, zack, zack. Okay, okay. Das Corona-Ding. Ja, ja, safe mit Corona. Ja. Hatte ich nicht so viel mitbekommen. Außer von diesen großen Marken, die halt jeder kennt, Off-White, Champion und so weiter. Feini zum Beispiel, ja, safe. Ja, genau. Aber sonst nicht. Feini auch noch. Okay. Perfekt. Ja, das war ja leichter als gedacht. Ich sag dir ganz ehrlich, das ist jetzt die 5. Edition und ich hab's mir mittlerweile schon unmöglich vorgestellt. Aber es ist wirklich so einfach, teilweise glauben die Leute, es ist ja gestellt. Nein, die sagen das alle. Die sind nicht instruiert. Die wollen einfach flexen und denken sich, fuck, ich kenne die Marke nicht, ist scheißegal. Ich sage einfach, ich kenn's. Ja, liebe Leute, das war's von diesem Video. Diesmal war es wirklich gar nicht mal so einfach. Ich fand's aber trotzdem sehr, sehr witzig, wenn es auch euch gefallen hat. Ja, war wild. Gutes Video.